You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. You'll... Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Ja, ich komme ja schon. Und damit herzlich willkommen zu... Ich kann nicht schneller. Zurück. Jetzt geht. So. Ja, nur reine Vorluten. Jetzt geht's wieder nicht. Was ist denn los? Immer stückweise. Radio doch in eins durch. Bleib doch nicht immer wieder stehen. Jetzt kannst du schnell reiten. Gut, jetzt geht's wieder. Na, ja. Easy boy, calm down. I can't be calm. If we don't get there in time, my true love may be shot. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. Ja, also. I want to marry a flesh and blood woman. Not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. Who? There they are. Hier los. Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? We must begin. They'd eat me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun, my friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally, I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you'll feel right at home. Shall we go? All right, ladies. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. Fahre zur Bank, okay. Mothers, wives, housekeepers, and daughters, we cook the food and we fetch the water. Now, take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Rose, Mr. Yeah, it's good. Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Ein Mann und so viele Frauen, ey. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? Eine Vermutter, eine Bediensteter. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. Message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right.
Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. You sorry fool. Mr. Morgan, I give you the male of the species. Well, that's a pretty dumb specimen, I grant it. A little further, please. Stop just past the bank. So. Those are the steps, Mr. Morgan. Stop in front there, and then all you need to do is listen. Ladies, get down. Come on. Oh, God. Ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir, fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Equal and free, just as the Founding Fathers intended. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening. I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. Yes, you need to learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was. Bo, a little... weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me, Ronnie. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Quick now. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. The future. A land of equality. A land of progress. Look at the beautiful land we have built. But you don't want to go back and hear the speeches? Now tell me that again. I ain't voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you? I know about Penelope and you, and I've been here all of 10 minutes. Sooner it's out, sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. This is awful. Nobody died. Ain't that awful? My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. Hmm. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here. Your payment. Thank you. Excuse me. $30. Okay, jetzt kommt, Alter, wieder mal so spät. Das gibt's aber nicht. So.
Gut, haben wir $30 von dem bekommen. Da oben ist eine alte Ruine, das ist noch eine Ruine. Dann schauen wir uns doch erstmal hier ein bisschen um. Vielleicht gibt es ja hier was in der alten Ruine. Kaputte Kanonen. Da hätten auch noch kaputte. Da hätten jetzt noch ein kaputtes Haus. Hoppala, was war denn hier los? Hier ist schon mal nichts. Auch nicht in der Kiste. Gut, dann schauen wir uns das hier mal an. Ein Rabe. Da ist auch nichts drauf. Dann vielleicht hier. Nö. Sieht auch nicht so aus. Nee. Könnte man auf jeden Fall erkennen. Hier ist aber nichts. Dann, da ist noch eine Ruine. Da ist ein Kamin. Da! Wollte gerade sagen, vielleicht kann da ja am Kamin was sein, aber ein Hund! Ein Bluthund. Das ist Bild Nummer 2 aus Fauna und von Amerika. Oh, Klidok, so, ja, pack weg. Dann haben wir jetzt 3 von 12. Gut, 3 von 12. Ich denke mal, dann wird da hinten nichts sein, aber man kann ja trotzdem mal gucken. Ich habe da mal, nein, ich was vorbereitet. Warte mal, ich will mal, wenn ich jetzt hier mein Fernglas habe. So, wo sind denn hier Tiere? Weil ich möchte denn auch gleich noch so irgendwie mal mir ein Fell besorgen, denn ich habe noch nie so ein Fell gehabt, was irgendwie perfekt ist oder sowas. Immer nur schlechte Fälle habe ich bekommen. Warte, ist hier denn irgendwo mein Tier, wo ich da mal was gucken könnte? Wo haben wir da mal ein Tier? Da ist eine Ratten oder Maus. Truthahn. Untersuchen R1. Habe ich? Hase untersuchen. Ah, dann ist er in. Da haben wir. Da. Der Wildrutan. Achso. Genau, dann kann ich da jetzt sehen. Östlicher Wildrutan. Gut. Da habe ich beim Rumreiten neulich mal zufällig entdeckt, weil. Okay, die Anzeige haben wir jetzt auch bekommen. Ein Hase. Da ist jetzt der Wildrutan makellos, was? Benutze ein Gewehr. Dieses Gewehr haben wir nicht. Da ist einer. Miss. Komm mal her, Pferd.
komm doch mal her. Wer schreit denn da wie verrückt? So. Ola hat dieses Gewehr. Das müsste ich natürlich sehen, wo dieser Truthahn ist, aber da ist einer. Verfolgen. Ah ja, ja, ich versuch das mal. Warte mal. Oha, oh. Da den Kopf zu treffen, das ist wahnsinnig schwer. Komm doch mal hoch mit dem Kopf. Ach, Mensch. Komm mal hoch mit dem Kopf. Der hält ihn immer nur unten. Alter, mach doch mal den Kopf hoch. Warte mal, wir müssen darüber. Lass mal gucken. Ich habe das so mehr oder weniger in den Hals getroffen. So, dann lass mal sehen. Schnipp, schnapp. Die haben ja auch immer Fett, also Truthahnfeder. Und kein Fett. Kein, also Öldings, ne? Für. Na gut. Oha. Na. Da ist auch Marke los. Da bin ich mal gespannt. Wo bist du? Der ist irgendwie nicht zu sehen. Wo ist er denn? Merkwürdig. Hallo, Tuta, wo bist du? Da hinten gackert der eine rum. Jetzt hast du wieder so eine Tiefe. So eine Senke. Nein. Alter, das Pferd, ey, das dauert, bis das mal kommt. Warte. Oh.
Wo ist die Person? Hey there, girl. Huh. Ihr komischen Typen hier. Da sind Schweine. Hase. Warte mal, wo war denn jetzt das mit der... Ach da. Hier sind die wieder da. Merkwürdig. Warte, bleib doch mal stehen. Gut. Dass die da so schwer sind, ey. Guti. Was für eine Ecke haben wir denn jetzt hier nochmal? Aber sonst so richtige große Tiere kann man hier nicht jagen, ne? Ich versuch das mal genau hier oben irgendwo. Machen wir es mal da. Rot, okay. Ich bin da. Gut, bis zu der Stadt werde ich den Weg dann einfach mal schneiden. Sonst dauert das wieder zu lange, der Ritt dahin. So. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ich bin so ein bisschen rumgeschlichen, hab den da abgeknallt, aber das Fell ist sehr schlecht, also kann ich nicht mitnehmen. Und dann habe ich diesen Baumstamm gerade gefunden. Mal gucken, was wir hier in der Kiste haben. Bohnen. Und $20. Na gut. Da scheint eine Spur zu sein. Oder sind das die Blumen? Das sind die Blumen, ne? Ich habe auf Sammeln gedrückt und nicht auf Springen, du Dödel. So. Mann. Unbekanntes Tier folgen, ja. Hier haben wir den legendären Fuchs, aber wo ist er? Geht da runter. Ich möchte doch einmal so ein perfektes Fell haben, ey. Was geht's da runter?
Das ist natürlich jetzt, ne? Oh. Dann versuche ich mal hier zu folgen. Ist das der perfekte Dings? Keine Ahnung. Oh, knapp über dem Kopf rüber. Heieieiei. Das ist natürlich jetzt hier, ne? Mal diese Spuren. Jetzt führen die hier lang. Das muss der gewesen sein. Der Fuchs, der schlaue Fuchs. Das müsste das hier weiter sein. Ach Gott, ey. Jetzt da durch. Oh. Hier ist der nicht. Ach, da oben läuft er. Ah, zu spät gesehen. Er läuft da oben hoch. Läuft er da hinten lang, ey. Ah. Ah, das ist so schnell. Halt doch mal an. Na toll. Der ist so schnell, Mensch. Eieiei, ich hab den getroffen. Das war so Kopfhöhe. Dann bin ich mal gespannt, bist du jetzt hier legendärer Fuchs, okay. Easy. Ah, zu viel grüne Wege, kann ich nicht sehen, wo ich den genau getroffen habe. Heute. Bam. Was hat der für ein Fell? Fell an der Leer. Ja. Ah. So, wir haben den aufgespürt, getötet und gehäutet. Genau. Legendärer Fuchs oder unten? Legendärer Wolf. Ah ja. Okay. Jetzt habe ich. Kann ich das in meine Tasche gucken?
Klaue eines legendären Fuchses. Kann zur Herstellung von Gegenständen benutzt werden. Ja, aber. Okay. Oder haben wir das hier? Damenbrosche? Nein. Na gut. Dann komm mal hier auf Schneeflocke. Ja, komm her. So. Ich muss auch mal wieder was essen hier. So. Dann lassen wir doch mal gucken, was wir hier essen können. Wir haben fettes Vogelfleisch. Okay. Aber ich muss das erst kochen. Nee. Dann nehme ich hier gekochtes Schweinefleisch. So. Und zack ist mein Herz da wieder voll. Okay. Lass mal gucken. Jawohl, den Alter ist noch mal. Zwei Riesenviecher. Gut, was mache ich mit dem Trapper? Trapper. Wo ist denn hier denn hier jetzt ein Trapper? Da oben am Stall. Hier war doch in der Nähe auch noch ein Trapper. Oben ist ein Hehler? Nein. Komm, ey. Gibt's denn hier kein Trapper in der Nähe? Nur da ist einer. Rickstation. Wenn wir dahin fahren. Hier haben wir dann Postmeisterei. Okay. Einmal umdrehen. Das Fleisch, also das kann ich so ja nicht mitnehmen, ne? Aufheben. Doch, kann man aufheben. Kann ich vielleicht auch noch verkaufen. So. Dann erstmal hier hoch durch die Bäume, also nicht durch die Bäume durch, also hier, ne? So. Dann reite ich mal zu einem Hehler, also erstmal zum Bahnhof und fahre mit dem Bahnhof nach Rickstation, genau, das geht viel schneller. So, halt. So. Raum. Mal gucken. Eine Fahrkarte bitte zur Rekrutation, genau. Yep. So, dann lass mal sehen. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist schön. Denn da kannst du was erleben. Hey, komm mal hier. Und so weiter, ja. So, und jetzt sind wir hier in dieser Rickstation angekommen. Bimmelde, bammelde, bumm.
So. Dann alles aufstiegen, bitte. So. So. Jetzt müssen wir. Der Dings, der Trapper, der ist ja da, aber. Da haben wir den Stall. Lass mal sehen. Hallo? Kann man vielleicht mich hören? Guck mal, das Pferd blinkt da oben. Aber ich muss in die Richtung. Na gut. Ich melde mich gleich am Stall wieder. Das dauert ein bisschen. Also, dann sage ich mal, bis gleich. So, ihr Lieben, auf dem Weg zum Trapper, genau, denn ich wollte ja Fell verkaufen und voilà, haben diese Wölfe und noch zwei, drei andere mich angegriffen. Das ist das Fell jetzt von denen, oder das ist sehr schlecht. Und ja, meins, was wunderbar war, das habe ich jetzt leider verloren. Das ist leider Pech. Konnte ich jetzt nicht verkaufen. Aber gut, dann wollte ich jetzt hier genau zu dieser Station reiten. Und ja. Warte mal, der Zug fährt in die Richtung, wo ich hin will, ne? Der fährt jetzt hier lang, hier lang, hier lang. Und dann müsste der ja links abbiegen nach Rhodes oder Rhodes, wie auch immer. Gucken wir mal. Ob der dann irgendwo links. Nein, ist, so geht die in rechte Seite. Müssen wir ja abbiegen, nicht links. Hinterher. Warte. Holla. So. Jetzt wieder. Hinterher. Unten lang wäre ein bisschen blöd. Wenn wir da durchs Wasser müssten und dann, naja, wäre der Zug den von links wieder weg. Aber hier können wir ihn noch einholen. Denn an der nächsten Station muss er ja auch wieder halten. Denn ich will erstmal wieder in mein Lager. Mein Pferd kann nicht mehr. Los, Schneeflocke, hol auf. Ruhe. Ja, halt deine Fresse, du Dödel. Warte. Oh, Alter. Was ist denn mit dir los? So, hepp. Ich sag, oh Gott. Da mach ich das eben hier. So. Fahr ich ein Stück umsonst mit. Ausruhen. So. Der Schneeflocke, die kommt mit, das ist klar. Gut. Mal sehen, auf der Karte war das ja rechts rum. Dann müssen wir ja gleich
Was sollten? Ach, der Radio. Gesucht Verbrechen. Was? Wie Verbrechengemälde. Hab doch gar nichts gemacht, Dödel. Oder wer da was gemeldet hat. Sehr merkwürdig. Hier ist immer noch keine Abzweigung. Gibt's denn sowas? Tuk da tuk da tuk da tuk da tuk da tuk da tuk. Ich möchte gerne in mein Lager. Hi. Tuff, tuff, tuff. Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Mein Lager ist da unten. So, das heißt, wir könnten genau schon mal runter. So. Und hepp. Oh, aua. Voll aufs Gesicht geschlagen. So. Sah gar nicht so hoch aus. Schneeflagge. Da kommst du ja. Da kommst du ja. Du bist so dreckig. Ich muss dich mal waschen, ey. Boah. Du warst so schön sauber. Schöne Schneeflocke. Eieieiei. Huch, da hätte ich bei einem Hasen wieder umgerammt. Da ist ein Piepvogel. Warte mal. Piepvogel. Truthahn meine ich. Nein, kein Hasen. Truthahn hat meistens Fett, das ich gut gebrauchen kann. Pfeile. Ach, die wollen da wieder was klauen. Sollen die ruhig machen. Fettes Vogelfleisch, zweimal Truthahnfedern. Kein Fett. Die haben kein Fett. So wie es aussieht. Okay. Dann vielleicht Enten oder so, dass die Fett haben. So, ich reite da mal hier lang. Da war Großwild. Könnte ich spenden? Warte mal, hier ist irgendwo noch. Spende, Spende. Okay. Läuft hier eine Spende rum? Da im Moment nicht. Könnt ihr dann ein bisschen Fleiß für mein Lager spenden. Ja, da ist doch was. Zack. So. Ja, du kommst doch nicht mehr, aber du bist ja schon verletzt. Du, ja, ja, ist ja gut. Hau hier nicht rum, Mann. Mein Lager braucht was zu essen. Bäh. So. Na dann. So. Aufheben. So, du kommst mit. Ich brauche wieder was Schönes für mein Lager hier, was Großes, Frisches. Hahaha. Ha, ha. So. Lieber wenn eine frische Frau
Aber das hier geht auch. Nur eine Frau kann man nicht essen. Aber was anderes kann man damit machen. Zum Beispiel sagen, dass die was kochen soll. Hahaha. So. Dann sind wir erstmal wieder hier nach langer Zeit im Lager. Radabim, radabam. Ja, hi. Alle. Ja. Bombidi bombidi bomb. Nein. Moment, einmal umdrehen. So. Dann nehme ich das hier runter. So. Ja, ist wirklich groß, ne? Warte mal ab, was ich in der Hose habe. Moment, hier. Nein, ich muss in andere Richtung. Der Koch ist ja da hinten. Habe ich Pomade? Möglich. So, spenden. Hier. Kriegst du jetzt mal so einen schönen dicken Pferd. Wo haben wir das denn? Fettes Vogelfleisch, nein. Naja, wobei, 5 habe ich ja. 2. Wieso habe ich jetzt hier kein Hirsch drauf? Alligatorzahn, ja. Wurmsherz. Merkwürdig. Thank you, Arthur. Dann. Mano. Morning, Mr. Morgan. Ja, guten Morgen, Morgen. Kann ich den da so nicht abliefern? Das wird überhaupt nicht angezeigt. Das ist ja lahm. Philipp. Also. Moment. Dann machen wir das mal so. So. Geh nochmal auf Spenden. Hier ist kein Dava. Jetzt ist es da. Merkwürdig. So. Kann der Koch da was machen? So. Ja, hast einen schönen großen Hirsch bekommen. So. Ja. Dass das auf dem Feld bleiben muss. Merkwürdig. So, da läuft ein A. Hallo. Hey, Arthur. What's going on? Was willst du? Jose and John are looking for you. They went out to the Moonshine Stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Jose wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. Warte mal, ich will noch mal gucken, wo die... Hallo Tilly. Domino... Nein, ich will kein Domino spielen mit der. Warte mal, wo ist denn jetzt noch mal hier? Ach, die ist jetzt auf der anderen Seite. Ja, warum denn hier? So. Genau, die Schulden können wir abliefern. Das war ja auch noch. So, 34, 3, einmal 40 Dollar, 4,95 Dollar. So, und ich kann auch noch mal was liefern hier.
Geld spenden, erstmal das. Und dann mache ich gleich eine Pause, liebe Freunde. Wir haben fast eine Stunde aufgenommen heute. Ist ja auch Folge 50. Jubiläumsfolge und deswegen, ne, musste ja auch etwas länger gehen. Und wir hatten auch ein bisschen Action und so weiter. So, wir spenden mal. Ich würde mal sagen 3500. So, 3000. Warte mal. So, 3,5. Bitte schön. Bitte schön, habe ich gesagt. So. Und noch ein paar Wertsachen und vielleicht Gegenstand. So, da haben wir alles leer, alles eine Uhr. Nein, das ist ja meine. Nix. Okay, ich habe keine Gegenstände zum Speichern. Okay, Leute. Das war das dann für heute mit dieser... Ja. Das war's dann mit dieser Jubiläumsausgabe. Wir könnten uns vielleicht nächstes Mal wieder ein bisschen umziehen. Aber jetzt gehe ich mal schlafen. Und... dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Bis dann, mach's gut und bye bye.